Guten Abend. Schön, dass Sie wieder H1 eingeschaltet haben. Wir Hannoveraner sind ja in diesem Jahr in Feierlaune. Und ein ganz besonderer Höhepunkt ist mit vielen Veranstaltungen und Ausstellungen das Leibniz-Jahr. Da freut es mich natürlich besonders, dass ich eine ganz kompetente Gesprächspartnerin an meiner Seite habe. Bei mir ist Anne May. Die Literaturwissenschaftlerin und Bibliothekarin leitet seit dem 1. Januar 2016 die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek und die wurde, wie Sie vielleicht gelesen haben, am 21. Juni nach dreijähriger Umbauzeit wieder eröffnet. Schön, dass Sie Zeit haben. Herzlich willkommen, Frau May. Im Leibniz-Jahr gedenken wir ja des 300. Todestages des Universalgelehrten Leibniz. Aber komischerweise liest man immer zwei Geburtsdaten, nämlich den 21. Juni oder den 1. Juli 1646. Was stimmt denn nun? Beides. Es liegt einfach daran, dass es die Zeit der Kalenderumstellung war. Es gab den julianischen Kalender. Demzufolge hat Leibniz am 21. Juni Geburtstag und nach dem gregorianischen Kalender, der sich erst in der Zeit ausbreitete und verwendet wurde, hätte er eben am 1. Juli. Na, jetzt wissen wir Bescheid. Geburtstag. Also kann man es zweimal feiern. Jetzt wissen wir Bescheid. Sie sind ja, wenn man es genau nimmt, eine direkte Amtsnachfolgerin von Leibniz. Ist das jetzt mehr Lust oder mehr Last für Sie? Ehrlich gesagt, ich glaube, ich käme selber gar nicht auf die Idee, mich da in eine Reihe zu stellen. Und Leibniz war ja unter anderem Bibliothekar, hat ja viele, viele andere Interessensgebiete und Aufgabengebiete gehabt, war ein Gelehrter, das bin ich nun sicherlich nicht. Und deswegen ist es natürlich eine große Aufgabe, eine Aufgabe, vor der ich Respekt habe, hier jetzt die Leibniz-Bibliothek zu leiten mit den vielen wertvollen Beständen, die diese Bibliothek eben auch hat und den anstehenden Aufgaben, die dort mich erwarten. Aber ich will es trotzdem noch mal versuchen. Also er war Philosoph, Mathematiker, Ingenieur, Diplomat, Historiker. Sagen wir mal, was beeindruckt Sie am meisten an seinen ganzen Fähigkeiten? Ja, eigentlich genau diese Breite, also diese unermessliche Neugierde und Diskussionsbereitschaft, die Ideen auf allen möglichen Wissensgebieten, das ist ja aus heutiger Sicht eigentlich unvorstellbar, dass jemand in so vielen Wissenschaften unterwegs ist und da wirklich auch viele grundlegende Ideen beigesteuert hat. Ja, es gibt einen schönen Satz von Leibniz, der heißt, beim Erwachen hatte ich schon so viele Einfälle, dass der Tag nicht reichte, sie alle aufzuschreiben. Das stelle ich mir ganz toll vor. Aber es bringt mich auch zu der Frage, ist es eigentlich schade, dass es nicht mehr solche Universalgelehrten gibt oder kann es die in der heutigen Zeit gar nicht mehr so geben? Ich glaube, die kann es eigentlich so nicht mehr geben. Jedenfalls würde mir spontan niemand einfallen, auf den dieses Etikett noch zutreffen würde. Ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, dass sich in der Zeit von Leibniz die Wissenschaften ja gerade erst gebildet haben, die Spezialisierung anfing und es in der Zeit eben ja durchaus auch üblich war, dass man eben auf mehreren Gebieten unterwegs war. Aber ich glaube, fast niemand ist so vielfältig interessiert, engagiert gewesen und hat auf so vielen Wissensgebieten etwas beigesteuert. Nun wird diese Stadt ja sehr dominiert von Leibniz. Wir haben die Leibniz-Universität, wir kennen das Leibniz-Haus, in Herrenhausen ist der Leibniz-Tempel. Und nach dreijähriger Umbauzeit wurde nun auch die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek eröffnet. Sie waren gerade 6 Monate im Amt. Wie aufregend war denn dieses Ereignis für Sie? Das war schon sehr aufregend. Also ich habe ja im Grunde die ersten 6 Monate jetzt in der Leibniz-Bibliothek hauptsächlich tatsächlich mit dem Abschluss der Bauarbeiten und der Vorbereitung der Eröffnungsausstellung gearbeitet. Also das war eigentlich ein ganz großer Fokus und über die Bauarbeiten habe ich dann eben auch das Haus kennengelernt. Und wir waren, glaube ich, alle sehr aufgeregt beziehungsweise schon sehr aktiv, um tatsächlich auch punktgenau zu diesem Tag fertig zu werden. Und es war ja in vieler Hinsicht einfach auch eine Premiere, also die Ausstellungsflächen tatsächlich das erste Mal zu bespielen, die ja eben auch ganz neu geschaffen wurden in dem Umbau und so eine große Veranstaltung mit neuer Vortragstechnik und allem, was dazugehört.
Aber insgesamt war es sehr schön. Ich fand, es war eine sehr schöne Veranstaltung. Zufriedene Gäste, gute, interessante Redebeiträge und ja, einfach eine schöne Stimmung. Ja, ich kann das bestätigen. Ich war auch da. Ja. Es gibt ein schönes Foto, das zeigt sie mit ihrem Vorgänger Dr. Georg Ruppelt. Und darauf ist noch zu sehen der Künstler Wolfgang Thiemann und Peter Mamein, das ist der frühere Vize. Genau. Herr Ruppelt hat 20 Jahre die Bibliothek geleitet. Jetzt sind Sie da. Welche Akzente werden Sie denn setzen? Also die erste große Aufgabe wird sicherlich sein, dieses umgebaute Haus wieder mit Leben zu füllen. Nach dreijähriger Umbauzeit muss man ja feststellen, dass im Grunde eine ganze Generation von Studierenden die Leibniz-Bibliothek als Lernort, als Ort zum Forschen überhaupt nicht kennengelernt hat. Und auch drei Abiturjahrgänge kennen die Bibliothek nicht. Das heißt, wir werden jetzt alles daran setzen, um unser Angebot wieder bekannt zu machen, auf die einzelnen Zielgruppen zuzugehen. Das wird eine große Aufgabe sein. Und daneben natürlich auch eben mit der Bestandserschließung und der Übertragung in die digitale Welt weiterzumachen. Sie haben H1 durch die Bibliothek geführt, aber bevor wir uns diesen kleinen Film angucken, möchte ich doch gern noch ein bisschen mehr über Sie erfahren. Es soll jetzt nicht der Eindruck erweckt werden, dass Sie als Leibniz-Expertin, sozusagen Chefin der Leibniz-Bibliothek geworden sind. Das bin ich ganz gewiss. Denn Sie haben einen sehr großen, schönen wissenschaftlichen Werdegang. Vielleicht sagen Sie mal in ganz kurzen Worten, wie Sie geworden sind, was Sie heute sind. Ich habe Literaturwissenschaften studiert an der Uni in Osnabrück. Mich hat das Thema Lesen hat mich eigentlich immer schon interessiert. Und das heißt, ich habe eben auch einen Schwerpunkt da beim Thema Lektüre-Erfahrung, Rezeptionsgeschichte gesetzt. Habe danach im Buchhandel gearbeitet und 2 Jahre in Oldenburg an der Universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kontext der dortigen Kinder- und Jugendbuchmesse. Die gibt es ja schon sehr lange in Oldenburg. Ja, und darüber bin ich eigentlich erst auf die Idee gekommen, beziehungsweise auf die Idee gebracht worden, mich doch für ein Referendariat zu bewerben für den Bibliotheksdienst. Das ist ja so eine Beamtenlaufbahnausbildung. Die habe ich dann hier in Hannover tatsächlich gemacht, das praktische Jahr hier in der Leibniz-Bibliothek, damals noch Niedersächsische Landesbibliothek. Und ja, nach dem Referendariat habe ich 5 Jahre in Paderborn gearbeitet, als Fachreferentin dort eben zuständig für die Erwerbung, die Erschließung der Literatur, die für bestimmte Fachgebiete eingekauft wurden. Nach Paderborn habe ich mich dann auf eine Stelle hier im Niedersächsischen Wissenschaftsministerium beworben und war dort als Referentin für die wissenschaftlichen Bibliotheken im Land Niedersachsen zuständig. Ja, und dann ging es weiter an die Leibniz-Universität, die gerade nach meinem Start dort auch in diesem Umbenennungsprozess war. Und dort habe ich eben 12 Jahre als stellvertretende Direktorin gearbeitet und mich vor allem um die Benutzungsdienste in der Bibliothek gekümmert. Ja, Sie bringen eine ganz, ganz breite Basis an Erfahrung für die Führung und den weiteren Betrieb der Bibliothek mit sich. Aber wir wollen auch da ein bisschen über den Menschen, Annemai, erfahren. Ergänzen Sie bitte so kurz wie möglich mal ein paar Sätze. Ich lebe gerne in der Region Hannover, weil? Weil ich einerseits das Grüne habe und auf der anderen Seite schnell in der Stadt bin. Mein Lebensmotto lautet? Ui, zurzeit glaube ich, in der Ruhe liegt die Kraft. Mein Vorbild ist? Meine Mutter. Warum? Weil sie einfach ja, ein großes Spektrum an Aufgaben mit einer großen Familie bewältigt hat und eigentlich uns in vielerlei Hinsicht ein Vorbild ist. Aus der Geschichte möchte ich mal kennenlernen. So. Gottfried Wilhelm Leibniz natürlich. Da hätten Sie sicher viel zu erzählen. Meine Lieblingsfächer in der Schule waren? Deutsch und Religion. Ich, am liebsten lese ich Bücher von? Oh, Lieblingsautoren oder Autorin? Habe ich nicht. Also ich lese zurzeit eben natürlich zur Geschichte der Bibliothek von Michael Hagner zur Sache des Buches, was ich sehr spannend gerade finde, aber auch Belletristik. Also das ist bunt.
Von meinen Mitarbeitern erwarte ich? Kompetenz und die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist in unserem Beruf absolut notwendig. Verantwortungsfreude, ja, und Spaß und Lust an der Arbeit. Mein Führungsprinzip ist es? Das Ganze im Blick behalten. Vertrauen, Wertschätzung, sicherlich ein ganz wichtiger, eine wichtige Grundlage und Basis. Und natürlich klare Ziele gemeinsam zu entwickeln. Sind Sie, so dazwischen gefragt, ein Teamplayer oder sind Sie mehr ein Boss? Ich denke, das bin ich, ja. Ich könnte nicht leben ohne? Ohne meine Familie. Wer gehört dazu? Ich habe eine Tochter und bin seit 25 Jahren verheiratet. Ja, die Familie ist sicher eine große Stütze bei den vielfältigen Aufgaben, die Sie in Ihrem Beruf haben. Lassen Sie uns mal wieder über die Bibliothek reden. Was sind eigentlich die wichtigsten Aufgaben der Leibniz-Bibliothek? Sie finden bei uns alles aus und über Niedersachsen, weil wir eben auch über das Pflichtexemplarrecht die Möglichkeit haben, alle Veröffentlichungen niedersächsischer Verlage bei uns zu sammeln und zu erschließen. Wenn Sie also eine Firmenchronik erstellen wollen oder sich mit der Dorfgeschichte beschäftigen oder was zur geografischen Situation am Dümmer wissen wollen, zu all diesen Themen und Fragestellungen finden Sie bei uns Informationen. Das ist ja hochspannend und weiß man kaum. Sie haben unsere Kollegin Lea Grote durch die Bibliothek geführt und wir schauen uns mal diesen Film mit vielen wichtigen Informationen an. Ein neuer Anbau bildet den Eingang zur Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek. Anne May freut sich über mehr Platz für Bücher und einen neuen Konferenzraum. Seit Anfang des Jahres ist sie hier die neue Direktorin. Na, das war schon sehr spannend und sehr turbulent, weil mit meinem Start ja auch hier die Bauarbeiten in der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek zu Ende gingen. Also das letzte halbe Jahr und mein erstes halbes Jahr war sozusagen das Ende der Bauarbeiten. Der Umbau ist gerade fertig. Durch den Anbau ist jetzt im Erdgeschoss auch noch Platz für die Information und Ausleihe. Die funktioniert jetzt hochmodern mit neuen Selbstverbuchergeräten. 11,2 Millionen hat der Umbau insgesamt gekostet. Im ersten Stock geht es weiter. Hier gibt es ab sofort Ausstellungen zu sehen. Es gab bislang eigentlich keine Flächen, um die historischen Bestände angemessen zu präsentieren und in Ausstellungen zu zeigen, weil die eben auch besondere Aufbewahrungsbedingungen haben, was das Klima und die Sicherheit angeht. Und dazu wurden eben zwei große Ausstellungskuben geschaffen und ein variabler Ausstellungsbereich, sodass wir jetzt in der Lage sind, tatsächlich auch zu zeigen, was wir haben. Neben dem Schwerpunkt Ausstellen und Präsentieren liegt ein weiterer auf dem Bereich Forschen und Lernen. Dazu wurde ein Forschungslesesaal mit idealen Klimabedingungen eingerichtet. Das war früher immer ein großes Problem, dass wir, wenn wir die Bestände aus den klimatisierten Magazinbeständen herausgeholt haben, sie dann in den Arbeitsräumen halt ganz anderen klimatischen Bedingungen ausgesetzt waren. Und das ist gerade für Pergament zum Beispiel überhaupt nicht gut, weil dann das anfängt sich zu wellen. Und hier gibt es nun erstmalig 21 Arbeitsplätze für Forschende, die in die Bibliothek kommen, um mit diesen historischen Beständen zu arbeiten. Daneben gibt es noch Gruppenarbeitsräume und Studienkabinen für die Bibliotheksbenutzer. Mit diesen Neuerungen passt sich die Leibniz-Bibliothek an moderne Ansprüche an. Den Spagat managen zwischen der Tradition des historischen Bestands und den Anforderungen der digitalen Welt. Anne May freut sich auf diese Herausforderung. Als die Stelle hier ausgeschrieben war, habe ich gedacht, so, das ist jetzt nochmal eine wunderbare Möglichkeit, Neues zu lernen und eine neue Aufgabe zu übernehmen. Und ich glaube einfach, dass diese Bibliothek ganz viele Chancen zur weiteren Entwicklung auch bietet. Ja, da haben wir ja schon viel erfahren über Ihre Bibliothek. Ich würde noch mal auf die beiden Schwerpunkte gerne zu sprechen kommen. Arbeitsbibliothek und Schatzkammer. Wie ist das eigentlich, wenn interessierte Bürger, vielleicht auch durch unseren Beitrag hier, jetzt mal in Ihre Bibliothek kommen wollen, was sehen wollen? Dürfen die einfach rein oder muss man Forscher sein, muss man Student sein, um Zugang zu den Arbeiten zu haben? Nein, das muss man keineswegs. Also die Bibliothek kann von jedem, der Interesse hat an unseren Beständen, an unseren Dienstleistungen genutzt werden. Das heißt, man kann wirklich einfach reinkommen und sich mit dem Bestand beschäftigen oder auch die Kollegen, wir haben ja viele Experten im Haus,
fragen und ja, einfach bei uns lernen oder forschen oder auch Informationen zusammenzutragen. Bestandspflege ist ja auch oft eine Frage der Mittel. Sind Sie denn, sagen wir mal, finanziell so ausgestattet, dass Sie sagen können, ja, ich sehe, dass wir den Bestand pflegen und regelmäßig erweitern können, so wie es den Ansprüchen einer Bibliothek entspricht? Also natürlich kann man immer mehr Geld gebrauchen, als man hat, als man zur Verfügung hat. Wir werden ja vom Land finanziert. Die Bibliothek gehört auch dem Land sozusagen. Ja, natürlich. Also Träger der Bibliothek, der Leibniz-Bibliothek, ist das Land Niedersachsen. Und wir haben natürlich einen sogenannten Erwerbungsetat, mit dem wir auch aktuelle Literatur kaufen, unsere Sammlungen vervollständigen und auch unsere Restaurierungsaufwände finanzieren und sind aber sicherlich auf zusätzliche Mittel angewiesen. Das heißt, es gibt auch einen Verein der Freunde und Förderer der Bibliothek. Also wer Interesse hat, ist da auch herzlich willkommen, um uns zu unterstützen. Und ein drittes Bein ist sicherlich auch eben Drittmittel einzuwerben für spezifische Projekte, um zum Beispiel Erschließungsaufgaben oder Digitalisierungsaufgaben weiter voranzutreiben. Die Bibliothek ist, ich habe schon gesagt, auch eine unglaubliche Schatzkammer. Sie bewahren die Frühdrucke auf, die sogenannten Inkunabeln. Sie haben auch ein Fragment aus der Zeit Karls des Großen. Aber richtig Schlagzeilen machte ein Schatz, den wir hier kurz gesehen haben, das ist der sogenannte Goldene Brief, der gehört zum Weltkulturerbe. Können Sie mal ganz kurz die Geschichte dieses Goldenen Briefes erzählen? Ja, die ist ja in der Tat auch sehr spannend. Ganz kurz gefasst ist es eben so gewesen, dass ein fernöstlicher Herrscher dem englischen König einen Brief geschrieben hat, nämlich eben genau diesen Goldenen Brief. Und in diesem Brief macht er eigentlich ein Angebot, und zwar das Angebot, eine Handelsstation in Birma aufzubauen, zu eröffnen. In England hat König Georg II. Den Brief zur Kenntnis genommen. Wir wissen aber nicht genau, ob er tatsächlich auch das Angebot verstanden hat oder ob es mehr als Freundschaftsgeste gesehen wurde. Jedenfalls wurde es dann nach Hannover in die königliche, damals königliche Bibliothek verbracht, um es dort aufzubewahren und zu hüten. Also man wusste eben lange, dass es ein natürlich kostbares Dokument ist, aber über den Inhalt und den Anlass dieses Schreibens wusste man eigentlich gar nichts. Und erst vor ungefähr 10 Jahren hat der damalige Leiter der Handschriftenabteilung Kontakt mit Experten aufgenommen, ist an den an einen luxemburgischen Wissenschaftler, Herrn Professor Leider, vermittelt worden. Und der hat sich sozusagen an die Erforschung dieses Briefes gemacht, hat eben auch eine Übersetzung geschaffen. Und da wurde erst wirklich erkannt, was für in vielerlei Hinsicht wertvolles Dokument das eigentlich ist. Also ein Zeitzeuge, historisches Kulturerbe Birmas, aber eben auch ein Dokument dieser damaligen Handelsbeziehungen zwischen England und Birma und Ostasien. Und ja, das hat letztlich dann eben auch dazu geführt, dass es dann eben im vergangenen Jahr ins Weltdokumentenerbe aufgenommen wurde. Und wir haben ja richtig Glück gehabt, dass dieser Brief nicht eingeschmolzen wurde, wie es andere Herrscher und Empfänger von goldenen Briefen gemacht haben. Es ist, glaube ich, der einzige existierende goldene Brief. So ist es. Aber also man weiß, dass er solche Briefe eben auch nach China zum Beispiel geschickt hat. Und dort sind sie tatsächlich eingeschmolzen worden. Leibniz hat ja nicht nur einen Brief geschrieben, sondern es gibt so circa 20.000 Briefe mit über 1.000 oder 1.300 Empfängern. Die Bibliothek hütet ja den gesamten Nachlass von Leibniz. Wie kam es eigentlich, dass der gesamte Nachlass, die Bibliothek, die Korrespondenz von Leibniz so umfassend erhalten geblieben ist und heute noch in der Bibliothek zu sehen ist? Das lag einfach daran, dass Leibniz ja eben auch Hofbeamter war am königlichen Hof, am Hof der Welfen, und man eigentlich nach seinem Fort direkt den Nachlass versiegelt hat. Auch aus Sorge, dass politische Interna sonst an die Öffentlichkeit geraten könnte. Er hat ja sehr viel recherchiert, auch im Kontext der Welfengeschichte, die er eigentlich schon hätte fertig haben sollen. Und deswegen hat man gesagt, wir versiegeln das. Und das war durchaus auch üblich, auch bei anderen Hofbeamten. Und so ist der ganze Nachlass
zusammengeblieben und in die Bibliothek eben gekommen. Und das ist natürlich ein Glück für uns heute. Ein gewaltiger Nachlass. Ist denn alles eigentlich schon entschlüsselt, was Leibniz so geschrieben hat? Nein, das ist es sicherlich nicht. Ich weiß noch, dass ich damals, als ich das Referendariat in der Leibniz-Bibliothek gemacht habe, damals schon gestaunt habe, meine Güte, was für eine Mammutaufgabe. Es ist ja ein großes Akademienprojekt, das gesammelte Werk Leibniz herauszugeben, also den gesamten Nachlass sozusagen zu erschließen, zu editieren. Und vorgesehen ist, dass das 2055, glaube ich, fertig wird. Und angefangen wurde schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts damit. Eine gigantische Aufgabe, aber es kommt ja auch hinzu, dass die Kommunikationsmittel immer besser geworden sind. Sie sind dabei, den Bestand auch zu digitalisieren. Ist das nicht eine sehr aufwendige und vor allen Dingen sehr kostenträchtige Aufgabe? Ja, das ist es in der Tat. Also die Kosten, denke ich, der Digitalisierung von Kulturgut kann man insgesamt vermutlich noch gar nicht genau abschätzen. Und zwar ist nicht das eigentliche Scannen, das eigentliche Digitalisieren das Teure, sondern eben es tatsächlich auch langfristig verfügbar zu halten. Also die ganze Infrastruktur dafür aufzubauen und wirklich Langzeitarchivierung zu gewährleisten. Das ist sicherlich der größte Kostenanteil dabei. Wir haben einige Konvolute sind digitalisiert mittlerweile und wir haben gerade ein ganz großes Projekt gestartet, zusammen mit einem Fraunhofer-Institut, weil Leibniz ja einen Großteil seiner Notizen auf Papier notiert hat und ich sag mal in der Folge dann eben einen mathematischen Gedanken aufgeschrieben hat, dann aber auch eine historische Notiz gemacht hat oder zur Philosophie was dazu notiert hat. Und er hat dann nach einiger Zeit entschieden, das ist ja alles gar nicht sortiert, das ist nicht systematisch, ich schneide das auseinander oder zerreiße es und mache im Grunde thematische Päckchen und sortiere die in Schubladen ein. Und in diesem Projekt wird nun versucht, diese Notizen wieder zusammenzubringen, also die Zettel, die Blätter zu rekonstruieren, damit man einfach darüber auch neue Erkenntnisse gewinnt. Wie ist das eigentlich chronologisch entstanden? Kann man das bestimmten Korrespondenzen vielleicht auch zuordnen? Und damit beschäftigen wir uns gerade. Und wir haben in diesem Kontext eben auch einen neuen Hochleistungsscanner anschaffen können und hoffen, dass wir damit tatsächlich auch bis Ende 2019, den gesamten Nachlass digitalisieren können. Ein Gelehrter und seine Zettelwirtschaft, das ist ja eine ganz schöne Aufgabe, die da vor Ihnen steht. Aber aktuell gibt es ja eine wunderbare Ausstellung bei Ihnen, Leibniz letztes Lebensjahr, Unbekanntes zu einem bekannten Universalgelehrten, ist das Thema. Das letzte Lebensjahr, das klingt sehr spannend. Es heißt, Leibniz ist in seinem letzten Lebensjahr sehr einsam gewesen, stimmt das? Das wird eben ein Stück weit in dieser Ausstellung widerlegt, ist ein großes Wort, aber es wird gezeigt, wie aktiv er eigentlich gewesen ist. Der Ausstellung voraus ging ja ein Kongress im letzten Jahr, wo sich Wissenschaftler aus aller Welt mit seinem letzten Lebensjahr auch beschäftigt haben. Und dabei ist im Grunde herausgekommen, dass er ungebrochen aktiv war und zum Beispiel auch noch gereist ist, eben keineswegs nur in Hannover dahinsiechend gesessen hat, unter Druck war, weil er die Welfengeschichte schreiben musste, sondern er hat nach wie vor gereist, er hat Anschaffungen getätigt, auch für seine Privatbibliothek wie auch für die Hofbibliothek. Er hat viele seiner Kontroversen nochmal auf den Höhepunkt getrieben und er hat auch im letzten Lebensjahr noch ungefähr 800 Briefe geschrieben. Unglaublich. Nun gibt es ja viele Leibniz-Ausstellungen hier. Es gibt eine Dauerausstellung natürlich in der Universität. Im Rathaus haben wir gesehen, Leibniz in bester Gesellschaft. Aber es gibt auch Lustwandeln mit Leibniz oder Leibniz und der Keks oder Leibniz und die Kartoffeln des Zahn. Klingt ja alles interessant, witzig. Warum soll man aber unbedingt Ihre Ausstellung gesehen haben? Wir haben die Originale. Sie haben die Originale? Ja. Ja, dann sprechen wir doch mal über die Originale. Was sind denn die Prunkstücke dieser Ausstellung? Ich glaube, das kommt immer ein bisschen auf die Perspektive an. Also die Leibniz-Forscher finden sicherlich spannend, dass man zum Beispiel auch einen im letzten Jahr noch erworbenen Brief erstmalig sehen kann und im Original
wenn man dann der Sprache mächtig ist, auch lesen kann. Und populär sind natürlich die Rechenmaschine, die Originalrechenmaschine, die eben jetzt auch nach langer Zeit das erste Mal wieder gezeigt wird. Ich glaube aber insgesamt ist die Ausstellung wirklich spannend anzusehen, weil sie einfach auch die Möglichkeit bietet, sich anhand des letzten Lebensjahres einen Überblick über sein breites Schaffen zu verschaffen. Was ist Ihr Lieblingsstück? Also ich glaube, ich finde die Exponatgruppe, die sich mit den Vorarbeiten zur Welfengeschichte beschäftigt, sehr spannend. Da sind einmal Fossilien ausgestellt, Kupferstichplatten und der dazugehörige Kupferstich und auch die Notizen, die Leibniz sich dazu gemacht hat. Also das heißt, man sieht anhand dieser Gruppe eigentlich ganz gut, wie ganzheitlich auch Leibniz Themen angegangen ist. Also, wenn man Ihre Ausstellung betritt, liest man einen wunderbaren Satz. Ich habe ihn mir aufgeschrieben, weil ich glaube, er freut Schülergenerationen noch heute. Da steht, es ist unwürdig, die Zeit von hervorragenden Leuten mit knechtischen Rechenarbeiten zu verschwenden, weil bei Einsatz einer Maschine auch der Einfältigste die Ergebnisse sicher hinschreiben kann. Ist das für Sie auch so ein Stück Leibniz-Bedeutung, dass er ja diese rechnergestützte Informationstechnologie von heute, dass er die auch begründet hat, dass er mit seinen Gedanken geholfen hat, das unsere heutige Technik zu ermöglichen? Ja, er war ja wirklich, wie schon gesagt, auf ganz vielen Gebieten unterwegs. Und ich finde den Satz an dieser Stelle sehr passend, weil er zum einen natürlich nochmal direkt sozusagen auf die da drunter stehende Rechenmaschine Bezug nimmt. Und zum anderen auch eine Bibliothek ja heute ganz viel mit Informationstechnologie zu tun hat. Und deswegen passt er auch gut bei uns ins Gebäude. Gegenwart, genau. Und Vergangenheit. Es gibt auch eine ganz bemerkenswerte Publikation zu dieser Leibniz-Ausstellung. Vielleicht zeigen Sie noch mal in die Kamera und sagen mal ganz kurz, was da drin zu finden ist. Ja, dieser Band ist entstanden eben auf der Grundlage des schon erwähnten Kongresses im letzten Jahr, Leibniz letztes Lebensjahr. Dort haben eben verschiedene Fachwissenschaftler, teilweise eben auch aus unserem Hause, das letzte Lebensjahr erforscht. Und das heißt, diese wissenschaftliche Publikation dient zugleich eben auch als Bebilderung für die Ausstellung. Das heißt, jeder, der sich ein Stück weit vertiefen will in das Ausstellungsthema und sich wissenschaftlich damit beschäftigen will oder auch nur die wunderbaren Abbildungen in einem Katalog anschauen will, für den ist dieses Buch verfügbar. Und wir haben eben auch natürlich ein Begleitprogramm zur Ausstellung, Führungen, die wir anbieten, die auch in einem Flyer gerade nochmal versendet werden. Oder auch über unsere Webseite findet man natürlich auch die Informationen dazu. Oder wenn Sie zum Beispiel eine kurze Mittagspause machen wollen, Leibniz Lunch gibt es ein paar Termine, wo dann einzelne Aspekte auch nochmal vorgestellt werden. Gut, dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Noch ein Grund mehr, Ihre Bibliothek zu besuchen. Alles Gute, über das Leibniz-Jahr hinaus natürlich. Schön, dass Sie da waren. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.